am Anfang erstmal ganz entspannt einfach stehen und den Atem fühlen. Zusammen mit den Wellen vielleicht langsam einatmen und einfach wieder langsam ausatmen. Nichts weiter tun. Einfach spüren, wie der Brustkorb sich weitet und wieder senkt. Jetzt die Konzentration auf die Füße. Einfach mal spüren, wie die Füße den Fußboden berühren, wie das Gewicht des Körpers in die Füße geht. Bisschen schwanken mit dem Körper, bisschen den Ballen und bisschen die Zehen fühlen. Bisschen auf den Brustkorb klopfen, sich lösen und einfach nochmal in sich reinspüren. Den Kopf aufgerichtet und die Füße mit dem Boden verbunden. Dann langsam schütteln, einmal durch den ganzen Körper. Einfach alles wieder lösen, was jetzt gerade ein bisschen angestrengt hätte sein können. Und nochmal kurz nachspüren. Ein Bein steht vor und man dehnt sich jetzt einfach nochmal ganz entspannt. Das rückwärtige Bein ist gestreckt, das vordere nicht zu sehr gebeugt. Man kann auch nochmal so ein bisschen die Füße anwinkeln. Und jetzt ist es der sogenannte Krieger. Nach vorne gehen, die Arme weit ausstrecken. Und zum Abschluss nochmal wieder dehnen, Fuß anwinkeln und locker sein. Die Schulter rollen und dann die andere Schulter einfach nur rollen, einfach nur schon mal spüren, was sie können. Und dann den Arm weit über vorne nach hinten drehen. Die Finger so, als würden sie durch das Wasser gleiten. Ganz weite Bögen, ganz weite Kreise ziehen. Die Arme kreuzen übereinander, der eine Arm schiebt den anderen nach oben. Und so kommst du nochmal in die Dehnung des Brustkorbs. Locker sein. Du spürst deinen Rücken und spürst den Bauch, gehst ein bisschen in die Knie, siehst zu, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst und streckst die Arme nach oben weit und kannst so die Dehnung nach oben und dann zur Seite spüren. So einfach nochmal mit dieser Möglichkeit spielen, bleib aber immer schön in den Knien. Dann streckst du dich nochmal, gehst mit den Armen über die Seite runter. Dann einfach ganz locker mit den Armen schlenken. Die Kraft dieses Schlenkerns kommt aus dem Gefühl der Knie raus, ein bisschen, als würde der Körper das Ganze aktivieren. Die Dynamik ein bisschen verändern, mal stärker, mal schwächer. Und ganz langsam ausschwingen lassen. Spüren, wie die Hände auf den Körper geklopft haben. Und jetzt nochmal ganz neue Übungen auf einem Ponton. In diesem Fall ist er ein bisschen wackelig. Das ist dann ein bisschen lustig. Für uns jedenfalls. Wir strecken nochmal das rückwärtige Bein und das vordere darf nicht weiter sein als 90 Grad. Stützen uns ein bisschen ab auf dem Knie und dehnen uns. Jetzt geht es um die Welle, wo man sich ganz langsam vom Kopf aus nach vorne zusammenrollt. Schön ist, wenn man das als Partnerübung machen kann, dann kann der andere immer so ein bisschen so weit auf dem Rücken lang krabbeln, wie man gerade seinen Rücken rund machen soll. Geht dann ein bisschen in die Knie, genießt dieses Gefühl. Der andere kann ein bisschen helfen, dass der Rücken, die Wirbelsäule ein bisschen gedehnt wird mit ganz zartem Anfassen. Wenn man sich gut kennt, kann man dem anderen auch noch ein bisschen helfen und ihn ein bisschen halten in der Hüfte. Und dann krabbeln die Finger ganz langsam über die Wirbelsäule wieder hoch, sodass der andere kleine Impulse bekommt, wie langsam er sich aufrichten kann. Der Kopf kommt ganz zum Schluss. Die Hände werden jetzt weit über die Seite nach außen gestreckt. Die Schultern sind locker, der Kopf ist aufgerichtet und man dreht einfach die Handflächen erstmal nach oben und hat das Gefühl, dass die Fingerspitzen wie Laserstrahlen sich ausweiten und dann dreht man sie wieder zurück. Und dann mit so einer lockeren Schwingung die Hände auf und zu und auf und zu.
Und immer das Gefühl haben, dass die Schultern unten bleiben. Der Kopf ist aufgerichtet und die Füße sind geerdet am Fußboden. Nun einfach nochmal das Gefühl haben, dass der Weite und als hätte man irgendwas Schönes in den Handflächen liegen. Jetzt hebt man die Arme nach oben und hat einfach das Gefühl, dass man von oben nach unten ganz weit gestreckt ist, aber die Schultern sind trotzdem locker, das Brustbein ist leicht aufgerichtet und so spürt man nochmal die Streckung nach oben und nach unten. Hier kommt nochmal der ganz kleine Sonnengruß, wer Lust hat, den mal mitzumachen. Das kann man hier einfach sehen. In diesem Falle hüpfe ich, man kann es aber auch langsam sich entwickeln lassen. Sehr angenehm ist diese Kobra und dieser hinabschauende Hund für alle, die viel sitzen müssen. Und dann die Arme über die Seite nochmal sich zentrieren. Gehen, langsames Gehen ist immer ganz schön. Jetzt folgen wieder Übungen für die Arme. Die sind erstmal weit über die Seite gestreckt. Und dann zieht der linke Arm nach oben, der rechte nach unten und der Kopf fällt leicht zur Seite. Gehst ein bisschen in die Knie, die Dehnung wird ein bisschen größer. Der linke Arm zieht weiterhin nach oben. Dann dreht sich die Hand und der linke Arm fast um den Kopf, fast als wollte er das Ohr berühren. Zieht den Kopf auf die andere Seite rüber, ganz sanft. Jetzt geht der rechte Arm nach oben, der linke nach unten. Du bist immer noch in den Knien und ziehst von der rechten Fingerspitze ab nach oben. Beide Hände gehen nach oben, ziehen nochmal, werden lang und dann schmilzt du so ganz langsam nach unten. In die Welle hängst noch mal ein bisschen, genießt das Gefühl, dass alles nach unten hängt am Kopf und kommst ein bisschen so wie bei der vorigen Übung ganz langsam von der Wirbelsäule gestützt nach oben. Jetzt rollst du mit der Schulter. Und dann rollst du die Schulter, indem du den Ellbogen nach vorne ziehst und deren weiten Bogen nach vorne schlägt. Das Ganze führst du jetzt nach hinten. Der rechte Ellbogen führt über hinten, oben, nach vorne. Und jetzt öffnest du die Hand, machst einen großen Bogen, wirst ein bisschen rund, Hand nach oben und löst sie wieder. Das gleiche mit der linken Seite. Erst die Schulter, dann zieht der Ellbogen an der Schulter und macht den Bogen. Noch ein bisschen größer. Jetzt gehst du mit dem Ellbogen über hinten, oben nach vorne, öffnest die Hand. Der ganze Arm schwingt und zieht. Du wirst rund und richtest dich wieder auf. Der Arm geht über die Seite, macht einen runden Bogen und zieht so ein bisschen nach außen. Dadurch zieht es auf der anderen Seite an den Rippen. Das machst du mit der anderen Seite auch. Linker Arm zieht. Zum Kopf und wieder zurück. Einfach noch ein bisschen ausschwingen, die Arme nach oben und ein bisschen wieder zurückschwingen lassen, dabei locker in den Knien schwingen. Das ist einfach nur etwas zum Lockern und zum Weiten. Hier einfach nochmal eigene Übungen machen und genießen, dass der Körper schon ziemlich beweglich geworden ist. Du stehst hüftbreit, bist gut aufgerichtet, nimmst die Arme zur Seite und ziehst mit dem linken Arm nach oben und der rechte geht nach unten. So gehst du nochmal richtig schön in die Dehnung. Dann drehst du die linke Hand zum Kopf hin und gehst auch wirklich runter mit der Hand. Nimmst den Kopf sanft auf der rechten Seite und ziehst ihn auf die andere Seite.
Gehst damit mit der rechten Hand also nach oben, die linke Hand ist nach unten und der Kopf hängt jetzt auf der linken Seite. Du ziehst mit den rechten Fingerspitzen nach oben, die linke Hand kommt dazu und du gehst nochmal richtig in die Dehnung, löst dich langsam von den Ellbogen aus, hängst mit dem Kopf über den Knien und gehst mit der Welle wieder nach oben, ganz langsam. Wenn du oben angekommen bist, öffnest du wieder die Arme und machst die gleiche Übung zur anderen Seite. Der rechte Arm zieht nach oben, der linke nach unten. Füße sind gut geerdet. Du drehst dann die Handfläche zur anderen Seite, damit du dann nachher deinen Kopf fassen kannst, den Kopf auf die andere Seite ziehen kannst. Gehst mit der linken Hand nach oben, der rechte hängt. Du dehnst nochmal so richtig intensiv. Dann richtest du dich auf, ziehst mit beiden Händen nach oben und löst dich, hängst mit dem Kopf über den Knien und richtest dich von der Wirbelsäule aus langsam wieder auf. Der rechte Arm ist so, als würde er etwas schaufeln von der Hand aus. Und dann gehst du wieder zurück. Jetzt schaufelt der linke Arm so ganz tief und entspannt sich wieder. Der rechte Arm startet genauso, führt aber jetzt die Hand über den Kopf auf die linke Seite. Die Fingerspitzen zeigen jetzt zu deinem Bauch, dann drehen sie sich nach außen. Du öffnest den Arm ein bisschen. Gehst wieder mit der Hand zurück und ziehst sie über die linke Seite, über oben, über die rechte Seite, wieder nach unten. Das gleiche zur anderen Seite. Der linke Arm führt über oben zur rechten Seite. Jetzt gehen die Fingerspitzen nach vorne, ziehen weiter nach vorne zum Bauchnabel, drehen sich auf. Du öffnest einmal die linke Seite, gehst aber mit der Hand wieder zurück über den Bauch und ziehst die Hand über die linke Seite, über oben, wieder runter. Das gleiche nochmal in schnell, über oben, nach links, einmal öffnen, wieder zurück, über links, oben zurück und mit der linken Seite öffnen, nach rechts, über vorne und wieder zurück. Du schaust über die Schulter, einmal zur einen Seite und einmal zur anderen, hältst dabei aber den Körper gerade, so als würde die Nase führen. Auch mal nach oben, es öffnet den Brustkorb und auch so ein bisschen nach unten. Das dehnt den Nacken. Einmal rund werden und vom Rücken langsam wieder aufrichten. Die Arme zur Seite, die Fingerspitzen schauen ganz weit zur Seite, als würden sie den Körper auseinanderziehen. Gehst in die Dehnung und dann drehst du die Handflächen nach oben und nach unten. Einmal geht es vom Daumen aus und einmal vom kleinen Finger aus. Du kannst das ein bisschen organisch machen, schnell oder langsam. Du gehst wieder in die Dehnung nach oben, die Hände ziehen nach oben. Du kannst einmal an der einen Seite und einmal an der anderen Seite ein bisschen mehr ziehen und dehnen. Gehst nochmal in dein Maximum und löst die Arme über die Seite und machst jetzt die Dehnung vom Kopf aus. Drehst den Kopf, lässt ihn einfach zur Seite fallen und dann nach vorne fallen. So hast du eine Dehnung
im Nacken und ein bisschen im Schulterbereich. Nie zu doll, es darf nie wehtun. Jetzt löst du dich einfach nochmal, hängst mit dem Oberkörper auf den Knien und rollst vom Rücken aus wieder hoch. Der Arm geht über die Seite nach vorne und wieder zurück. Jetzt links über die Seite nach oben und zurück. Diese Übung wird jetzt erweitert. Über die Seite drehst du aber jetzt den Oberkörper nach vorne, übernimmst mit der linken Hand und gehst wieder zurück. Jetzt fängt die linke Hand an, geht über den Kopf. Du drehst dich nach vorne, übernimmst mit der rechten Hand und gehst wieder zurück. Die Arme sind über Kreuz und dann lässt du ganz locker einfach los, schwingst ein bisschen nach oben und lässt sie wieder über Kreuz am Körper landen. Das ist so ein bisschen so organisch, hat immer ein bisschen so mit Schwergewicht zu tun und mit Loslassen. Jetzt streckst du dich nach oben, als würdest du einen Pullover ausziehen. Jetzt gehst du in so eine Art Qigong-Übung. Über vorne führst du die Handflächen zusammen und nach hinten ziehst du die Hände wieder auseinander, so ein bisschen vom Ellbogen aus, als würdest du etwas zusammenschieben und wieder öffnen. Eine Hand ist oben, eine ist unten und die andere drückt virtuell etwas nach unten und die andere schwingt nach oben. Es ist so ein bisschen so wie so eine Waage oder als würdest du Luft nach unten drücken und die würde auf der anderen Seite dann die Hand nach oben schieben. Das kannst du ein paar Mal machen, in großen oder auch in kleinen Kreisen, in verschiedenen Tempi. Und jetzt führst du die Hände nach vorne, als würdest du so über eine Wasserfläche wischen, als würdest du mit den Händen über so eine Fläche gleiten. Das Ganze ist sehr dynamisch, geht ein bisschen von den Ellbogen aus, ein bisschen mehr von der rechten Seite als von der linken Seite. Wenn du es ein paar Mal gemacht hast, kannst du dann wieder zu der anderen Übung zurückkehren. Eine Hand ist oben, die andere ist unten und du wechselst in so weichen Bewegungen. Zentrierst dich nochmal und spürst nochmal durch den Körper, wie du gut sitzt, gut geerdet bist. Brustbein ist aufgerichtet. Atmest nochmal ein bisschen. Und bedankst dich bei dem eigenen Körper. Und zum Abschluss nochmal eine kleine Fingerübung. Der Daumen und einer der anderen Finger kommen immer zueinander, so als würde man so ein bisschen die Treppe runtergehen. Das kannst du immer mit einem anderen Finger kombinieren, schneller oder langsamer machen. Das ist besonders gut fürs Klavierspielen. Und auch die folgende Übung ist sehr gut fürs Klavierspielen. Der Daumen und ein anderer Finger drücken ein bisschen aufeinander. Das kannst du genau synchron machen, aber mit der anderen Hand auch andere Finger nutzen, sodass du so eine kleine Polyphonie mit den Fingern erzeugen kannst. Kann man jederzeit üben. Hier kommen wir nochmal zum Anfang zurück, wobei du jetzt aber die Ohren so ganz leicht reibst, so ganz bisschen so drüber wischen und auf die hohen Töne der Ohren hören. Dann die Ohrläppchen ein bisschen massieren und schließlich dann so richtig ziehen an den Ohrläppchen. Das soll nicht wehtun, aber es entspannt die Ohren. Und dann zum Schluss einfach nochmal fühlen, wie der Körper entspannt ist und auf das Wasser. Geräusch lauschen.